Es geht hier um ein gemeinsames, kabarettistisch angehauchtes Musikprogramm. In den Ankündigungen zu den neuen Konzerten steht ja auch ein Name, den man ja nicht unbedingt mit Musik in Verbindung bringt. Ja. Und zwar der Alfred Dorfer. Richtig. Ist er Musiker? Ja, man dachte, er ist ein Kabarettist. Natürlich ist er ein Kabarettist und als solcher tritt er auch auf. Alfred Dorfer kann aber auch verschiedene Instrumente spielen, wenn Sie seine Programme kennen. Es kommt immer wieder Gitarre, Ziehharmonika, Keyboard, alles Mögliche beherrscht der Mann. Und er hat vor allem eine Liebe für die Musik grundsätzlich und für die klassische Musik. Und er kommt aber auf die Bühne und sagt nach dem ersten Lied, das wir gemacht haben, werden, Angelika Kirchschlag und ich, das heißt der Tod eines Pudels. Ganz komischer Text und eine, wie soll ich sagen, parodistisch tragische Szene. Ja? Also ein Trauerlied auf einen verstorbenen Pudel. Ein wirklich komisches Lied. Das wird das Erste sein, was wir da bieten. Dann kommt der Dorfer auf die Bühne und sagt: Dieses Lied war das erste, das ich je in einem Liederabend gehört habe. Und ich habe mir dann gedacht, zu sowas gehe ich nie mehr wieder hin. Also so startet das Programm. Und dann berichtet er von seinen diversen Traumata aus der klassischen Musik. Aber es kommt dann im Laufe des Programms heraus, dass er einen großen Bezug hat und eine Liebe zur klassischen Musik. Aber was er dann über Provinzkulturpolitiker und entsprechende Karikaturen zu liefern hat oder sich über Richard Wagner lustig macht und sonst was, das ist also wirklich fantastisch lustig. Also er tritt als Kabarettist auf, aber als ein klassikliebender Kabarettist. Elegie auf den Tod eines Pudels von Ludwig van Beethoven. Man glaubt es kaum. Es beginnt. Ganz, ganz trauermarschartiges Vorspiel. Und federführend Alfred Dorfer als Autor, aber auch zusammen mit Angelika Kirchschlager haben sie verschiedenste Erfahrungen aus dem Leben eines klassischen Musikers zusammengebracht. Und daraus hat sich ein witziges Programm ergeben. Und das wird jetzt auch mit Tonbeispielen sozusagen, also Liedern, ich spiele auch ein Klavierstück, das übrigens auch abdriftet und verunglückt sozusagen, lustig verunglückt. Was auch sicher nicht leicht ist. Ja, genau richtig. Also wird das dann sozusagen halb ein klassischer Liederabend, wo man wirklich die große Kirchschlager genießen kann als Künstlerin. Und in dem Moment, wo die aufgehört hat zu singen, geht das Kabarett wieder weiter. Ja? Oder das lustige Interview mit sehr vielen Anekdoten. Also es ist eine ganz neue Form. Es klingt sehr verführerisch Ja. für Leute, die noch nicht so viel mit klassischer Musik zu tun haben. Sehr richtig, ja, genau. Na, das ist ja ein bisschen auch die Intention dahinter, ja. Also Leute zur Klassik verführen, ihnen zu zeigen, wie toll das ist, wie schön das ist, aber natürlich auf eine etwas unkonventionell unterhaltsame Art. Von den Stücken her haben wir hier. Georges Bizet aus Carmen, wir haben aus Gustav Mahler ein paar Beispiele, wir haben ein ganz tolles Lied von Franz Schubert im Programm, von Johannes Brahms wird sogar von Alfred Dorfer und Kirchschlager ein Duett gesungen, beziehungsweise ein Lied, das zu einem Duett quasi erklärt wird. Und ich werde mich auf dem Klavier gedächtnismäßig ein bisschen verirren. Das ist ein Stück, das gibt es übrigens auf einem anderen YouTube-Video. Wird auch passieren, dass ich mich hier leider verirren werde vom Chopin-Traumarsch in James Bond. Also ein ganz, ganz besonderer Abend, auf den ich mich jedes Mal, wenn wir ihn machen, besonders freue.